Echt hat ein Video über die Sprengung der Nord Stream Pipelines gemacht. Die Sprengung ist jetzt unter 2 Jahre her, beziehungsweise das Video ist, glaube ich, am Jahrestag sogar erschienen. Ich bin sehr gespannt, was Sarah Wagenknecht zu sagen hat. Das Video heißt Nord Stream 2 Jahre nach den Anschlägen, die Chronik eines Jahrhundertskandals. Also, Sarah Wagenknecht gehört ja zu den Politikern, die da immer mal in der Vergangenheit den Finger in die Wunde gelegt hat, die immer mal wieder nachgefragt hat bei der Bundesregierung, die immer leider keine Auskunft erhielt. Also bin ich sehr gespannt, was sie jetzt in diesem Video dazu sagt. Genau 2 Jahre ist es jetzt her, dass mitten in der Ostsee ein Teil der kritischen deutschen Energieinfrastruktur in die Luft gesprengt wurde. Die Folgen dieser Tat spüren wir alle, bis heute. Beim Heizen, beim Tanken, beim Einkaufen und nicht zuletzt in der Industrie. Und sofort war klar, dass es sich um keinen Unfall handelte, sondern um einen terroristischen Anschlag, der geheimdienstliches Wissen erfordert hat. Vor einem Jahr habe ich ein Video zu diesem Fall veröffentlicht, das ihr hier anschauen könnt. Was hat sich seitdem getan? Welche neuen Erkenntnisse gibt es? Und warum geht dieses Thema auch dich ganz konkret an? Das erfährst du hier im Video. Im November 2023 enthüllte eine gemeinsame Recherche der Washington Post und des Spiegels, die Spuren dieses terroristischen Anschlags führen in die Ukraine. Die Recherchen ergaben, dass der hochdekorierte ukrainische Offizier Roman Chervinsky die Koordination des Anschlags geleitet haben soll. Seit November letzten Jahres steht damit im Raum, dass mindestens der ukrainische Generalstab von den Plänen wusste. Und wie reagierte die deutsche Politik und Justiz auf diese Enthüllungen? Gar nicht. Sie hüllte sich in Schweigen. Nur der CDU-Scharfmacher Roderich Kiesewetter teilte unbeirrbar mit: Nach wie vor gehen wir und der Generalbundesanwalt von der Möglichkeit einer russischen False-Flag-Operation aus, die die Ukraine diskreditieren soll. Eine russische Operation unter falscher Flagge also? Obwohl die Spuren eindeutig in die Ukraine wiesen, versperrten unsere Kriegsexperten ihre Augen und riefen reflexartig: Der Russe Naja, war. es gibt mit Simo Hirsch ja noch eine Spur, die in die USA führt. Also diese Ukraine-Spur könnte tatsächlich eine falsche Fährte sein, die von der CIA gelegt wurde. Was? Zwar verlor sich die Spur zu Chervinsky bald wieder im Sand, aber es sollte nicht die letzte sein, die das Augenmerk in Richtung Kiew lenkte. Dafür, dass Bundeskanzler Olaf Scholz im August 2023 noch großspurig angekündigt hatte, dass man den Fall aufklären und die Verantwortlichen anklagen würde, ist herzlich wenig passiert. In den folgenden Wochen und Monaten wurde die Bundesregierung immer wieder nach dem Stand der Ermittlungen gefragt, auch von mir selber nach parlamentarischem Fragerecht. Vergeblich. Die Regierung verwies stattdessen immer wieder auf die Generalbundesanwaltschaft. Nur die ist bei uns weisungsgebunden an das Bundesministerium für Justiz. Das bedeutet, dass der Generalbundesanwalt Weisungen von der Regierung entgegennehmen muss. Muss er schweigen? Tja. Staatswohl geht eben über parlamentarisches Fragerecht. Ja, das war schon die Antwort bei den ersten Fragen. Wir können Ihnen leider dazu nichts sagen, denn das würde das Staatswohl gefährden. Tja, schade. Also Sarah Wagenknecht hatte da ja schon nachgefragt, als sie noch bei der Linkspartei war. Anfang 2024 schließlich stellten Schweden und Dänemark plötzlich ihre eigenen Ermittlungen ein, da sie keine Grundlage für ein Strafverfahren in ihren Ländern sahen. Die bis Der Täter befindet sich außerhalb unserer Jurisdiktion. Gesammelten Hinweise gingen an den Generalbundesanwalt. Aber der schwieg weiter. In Polen dagegen, da tat sich was. Dort gab es nämlich einen neuen Außenminister. Und das war ausgerechnet der Mann, der noch am Tag des Anschlags den USA persönlich dafür. Finde ich geil, dass er das auch angenommen hat. Thank you, USA, Radek Sikorski. Dafür wird er auch für immer in Erinnerung bleiben. Gedankt hatte. In einem Interview behauptete er jetzt, dass die Vereinigten Staaten vorab von dem Anschlag wussten. Er sei der Regierung von Joe Biden dankbar dafür, nichts dagegen unternommen zu haben. Im April schließlich schlug China eine gemeinsame Untersuchung unter Leitung der Vereinten Nationen vor. Doch auch diesen Vorschlag einer gemeinsamen internationalen Untersuchung lehnte die Ampel ab. Das sei eben nur die Position eines unbeteiligten Drittstaates. Tolle Beratung. Ja, China macht sich Sorgen um die globalen Energiemärkte, die Ampel,
Wir wollen hier keine internationale Untersuchung. Also das ist auch geil, wenn sich China um die deutsche Wirtschaft mehr Sorgen macht als die deutsche Regierung. Also dann läuft, glaube ich, was schief. Bereitschaft zur internationalen Kooperation. Und toll auch, dass ein unbeteiligter Drittstaat offenbar mehr Interesse hat, diesen terroristischen Anschlag aufzuklären, als Deutschland, dem er gegolten hat. Im August dann der ganz große Knall. Deutsche Behörden sollten einen europäischen Haftbefehl an Polen übermittelt haben. Die Öffentlichkeit erfuhr davon nichts. Gesucht wurde nach dem Ukrainer Wolodymyr Z. Nein, nicht den, den ihr jetzt meint, sondern den hier, der maßgeblich an der Sprengung der Pipelines beteiligt gewesen sein soll. Aber scheinbar wurde der Verdächtige gewarnt, sodass er sich rechtzeitig aus Polen absetzen konnte in Richtung Ukraine. Und das auch noch in einem ukrainischen Diplomatenfahrzeug. Nicht weniger peinlich als diese offensichtlich undichte Stelle bei den polnischen Behörden. Noch im Mai hat der Tatverdächtige seelenruhig in Deutschland Urlaub gemacht, inklusive Stopp in Berlin. Und das, obwohl er den deutschen Behörden bereits seit Januar als dringend Tatverdächtiger bekannt war. Zufall? Jetzt wollten plötzlich auch die Grünen einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Aber keinen, der diese merkwürdigen Vorgänge rund um den schwersten bis dahin dagewesenen Angriff auf unsere kritische Infrastruktur in Europa unter die Lupe nimmt, nein Gott bewahre, sondern einen, der untersucht, wie es überhaupt zum Bau der Pipeline kommen konnte. Dabei gibt Da wird unsere Infrastruktur in die Luft gejagt und das hatte ich so gar nicht mitbekommen. Und die Grünen wollen dann untersuchen, wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, diese Pipelines zu bauen. Ist den schon. In Mecklenburg-Vorpommern dort untersucht bereits ein Ausschuss die Rolle Stimmt, der. stimmt, stimmt. Also da hat Manuela Schwesig völlig richtigerweise versucht, das Projekt Nord Stream 2 zu retten, hat dafür eine Stiftung gegründet. Also er hat das gemacht, was ein verantwortungsvoller Ministerpräsident tun sollte, nämlich er versucht, die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Und da wird das jetzt untersucht. Der Landesregierung bei der Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2. Ich. Ende Juni kam dabei allerdings Überraschendes ans Licht. Beide Zeugen haben heute ausgesagt, dass sich Vertreter US-amerikanischer Geheimdienste bei Umweltverbänden in Mecklenburg-Vorpommern offensiv für eine Verhinderung von Nord Stream 2 einsetzen und ihre Unterstützung anboten. Vertreter US-amerikanischer Geheimdienste? Die Bundesregierung jedoch konnte in dieser versuchten massiven Einflussnahme durch einen befreundeten Geheimdienst keinerlei Einmischung in innere Angelegenheiten erkennen. Sie verwies dazu an den weisungsgebundenen Generalbundesanwalt, der dazu gar nicht ermittelt. Wie wohl die Reaktion ausgefallen wäre, wenn ein russischer oder chinesischer Dienst beteiligt gewesen wäre? Aber schon kurz darauf folgte die nächste Enthüllung, diesmal vom amerikanischen Wall Street Journal. Der deutsche Bundesnachrichtendienst sei bereits lange vor den geplanten Sprengstoffanschlägen auf die Pipelines vom US-Geheimdienst CIA vor den Planungen gewarnt worden. Demnach sei die Idee, Nord Stream in die Luft zu sprengen, in einer feuchtfröhlichen Nacht ukrainischer Militärs 4 Monate vorher in einer polnischen Bar entstanden. Im Vorfeld der Attacke soll auch der ukrainische Präsident Zelensky grünes Licht gegeben haben. Doch als die CIA davon Wind bekam, forderte sie ihn angeblich auf, den Plan abzublasen, heißt es. Der Präsident habe dem damaligen Generalstabschef Saluschny daraufhin befohlen, die Aktion zu stoppen, wie mehrere ukrainische Zeugen berichteten. Doch der General. Also das, wie gesagt, wir wissen alle nicht, was passiert ist, aber das klingt doch so etwas absurd. Also Zelensky versucht den Anschlag zu stoppen und dann wird er trotzdem durchgeführt. Also das wirkt fast so, als wolle man hier gerade Saluschny absägen, Zelensky insoweit schützen, dass man ihn noch nicht absägt, aber sich diesen Anschlag quasi vorbehält, um ihn abzusägen, um dann quasi eine Zelensky noch schlechter dastehende Version rauszubringen, wenn man ihn denn irgendwann absägen will. Also so wirkt das auf mich. Habe einfach den Befehl ignoriert und die 300.000 Dollar teure Mission, natürlich rein privat finanziert, trotzdem durchgeführt. Geleitet wurde das offenbar alles vom ehemaligen Geheimdienstoffizier Czerwinski, von dem ich ja schon gesprochen habe und der direkt an Saluschny berichtet haben soll. Die ukrainische Regierung wies den Bericht und jede Beteiligung an der Sabotage natürlich umgehend zurück
Und auch deutsche Politiker blieben auffallend zurückhaltend. Laut Wall Street Journal könnten einige von ihnen sogar bewusst Beweise ignoriert haben, die auf die Ukraine als Täter hindeuten, um die Unterstützung der deutschen Bevölkerung während des Ukraine-Kriegs nicht zu gefährden, steht da zumindest. Ein hochrangiger deutscher Beamter soll gegenüber der Zeitung sogar eingestanden haben, dass ein Angriff diesen Ausmaßes eigentlich Grund genug gewesen wäre, die NATO-Verteidigungsklausel auszulösen. Stattdessen wurde das... Ja, eigentlich, wenn wir ein normaler, souveräner Staat wären, wäre das ein Kriegsgrund. Thema lieber unter den Tisch gekehrt. Wie bitte? Unsere Bundesregierung war ebenso wie unsere amerikanischen Freunde informiert, tat aber nichts. Und der Präsident des Landes, das wir seit Kriegsbeginn mit mindestens 35 Milliarden Euro unterstützt haben, wusste vom Anfang an über die Anschläge Bescheid, konnte sie aber angeblich nicht verhindern. Also wie hat Nord Stream gekostet? 10 Milliarden, 20 Milliarden? Also für das Geld hätte man, könnte man Nord Stream auf jeden Fall wieder reparieren. Oder könnte man sogar neue Nord Stream Pipelines bauen? Also das Geld wäre da, glaube ich, besser angelegt gewesen. Wer solche Freunde hat, braucht wahrlich keine Feinde mehr. Sollte diese Geschichte stimmen, dann hätten wir wirklich einen Jahrhundertskandal. Unseren vergesslichen Kanzler scheint das alles nicht zu stören. Über seinen Sprecher ließ er mitteilen, die Beziehungen zur Ukraine würden durch Ermittlungen gegen ukrainische Tatverdächtige natürlich nicht belastet. Deutschland werde das Land weiterhin militärisch und finanziell umfassend unterstützen. Bei der Ampel ist Selenskyj weiterhin ein gern gesehener Gast. Und auch andere deutsche Politiker scheinen sich nicht sonderlich an diesem Anschlag zu stören. Zumindest ist mir bisher nicht bekannt, dass man diesen Enthüllungen Konsequenzen folgen lassen will. Stattdessen plappert der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter unverdrossen weiter davon, dass es egal sei, ob die Ukraine die Nord Stream Pipelines zerstört habe. Und auch der polnische Premierminister Donald Tusk sieht in all dem überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, er sieht das Problem in der Existenz der Pipeline. Die Initiatoren des Baus sprach er nach diesen Enthüllungen so an. Das Einzige, was sie heute tun sollten, ist, sich zu entschuldigen und zu schweigen. Und das, obwohl Kanzler Scholz unmittelbar nach dem Anschlag zugesagt hatte, dass bei der Aufklärung dieses Falls niemand auf Rücksicht hoffen könne. Was für ein Wahnsinn. Aber warum ist dieses Thema überhaupt so wichtig? Ganz einfach, weil es unser aller Lebensalltag angeht, ganz persönlich. Günstiges Gas aus Russland mit langjährigen Lieferverträgen stellte über Jahrzehnte einen wichtigen Grund für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands dar. Mit Ausbruch des Krieges, dem Verhängen gegenüber Russland wirkungsloser, unsinniger Sanktionen, die allerdings uns sehr geschadet haben, und der Sprengung der Pipelines sind die Gas- und damit auch die gesamten Energiekosten steil nach oben geschnellt. Auch wenn die Grünen gerne anderes behaupten, liegen die Strompreise für einen Durchschnittshaushalt noch immer rund 36% über dem Niveau von 2019. Für Großabnehmer in der Industrie liegen die Strompreise sogar 83% über den Preisen von 2019. Das bedeutet ein massives Standort- und damit Wohlstandsproblem für uns alle. Statt günstigem Gas aus der Pipeline kaufen wir nun teures Flüssiggas aus den USA oder von so vorbildlichen Demokratien wie Katar. Dabei ist dieses LNG, also Flüssiggas, nicht nur deutlich teurer, sondern auch deutlich umweltschädlicher, weil es erstmal mit schwerölbetriebenen Tankern um die halbe Welt befördert werden muss, bis es bei uns ankommt. Die Grünen haben damit offenbar kein Problem. Und ein Fünftel der industriellen Wertschöpfung in Deutschland sind mittlerweile massiv gefährdet. Die Industrie investiert lieber im Ausland oder verlagert die Produktion gleich ganz, gerne nach China oder in die USA. Gerade die USA haben unsere Energiepreiskrise als Chance erkannt und mit dem Inflation Reduction Act ein riesiges Subventionsprogramm für sich aufgelegt. Das fördert die eigene Wirtschaft und soll europäische Industrien dazu ermutigen, in Richtung USA abzuwandern. Mit Erfolg. Mehr als die Hälfte der großen Industriebetriebe denken bereits an eine Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland. Und wir müssen mehr Geld für Energie ausgeben und haben somit auch weniger an der Tasche für einen Restaurantbesuch oder einfach nur einen Bummel durch die Innenstadt.
Mehr als jeder Fünfte kann sich inzwischen nicht einmal mehr einen einwöchigen Urlaub im Jahr leisten. Unzählige Menschen drohen, ihren Job zu verlieren und die deutsche Wirtschaft ihren Motor. Ja, seit Sommer 2022 steigt die Arbeitslosigkeit, sinkt die Zahl der offenen Stellen. Die Reallöhne sind 2022 um 4% eingebrochen. Das alles schlägt gerade aufs BIP durch. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in der Rezession. Die Deindustrialisierung geht weiter. Andere Sektoren, Wohnungsbau, Automobilindustrie geraten in Mitleidenschaft. All das eine Folge dieses bescheuerten Wirtschaftskrieges. Und unser hochkompetenter Wirtschaftskrisenminister und unterwürfiger Vizekanzler Habeck erklärt die Energiekrise, deren Auswirkungen wir täglich spüren, einfach trotzdem mal eben für beendet. Puh, was für eine verrückte und verwickelte Geschichte. 2 Jahre nach den Anschlägen stellen sich immer mehr Fragen. Warum weigert sich die Bundesregierung beharrlich Auskunft zu geben, wo sie doch leicht dementieren könnte, vorab informiert gewesen zu sein? Warum interessiert sie sich nicht für alle Spuren, die in die Ukraine oder auch in die USA weisen? Weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Das dröhnende Schweigen von Scholz, Baerbock und Habeck knapp 2 Jahre nach dem Terrorakt nährt Zweifel daran, ob die Ampelregierung ihren Amtseid, Schaden von der deutschen Bevölkerung abzuwenden, überhaupt ernst nimmt. Es offenbart ein erschreckendes Demokratieverständnis, dass die Ampelregierung trotz der Anschuldigungen, die auch sie unmittelbar betreffen, weiter mit allen Erkenntnissen hinter dem Berg hält und dem Bundestag mit Verweis auf Geheimhaltungsinteressen schlicht nicht berichtet. Diese Verweigerungshaltung gegenüber Parlament und Öffentlichkeit macht die von uns als BSW geforderte Einsetzung eines Untersuchungsausschusses immer dringlicher. Auch das Schweigen des grün geführten Außenministeriums über die Ungereimtheiten bei der offenbar stümperhaften Verfolgung des mutmaßlich Tatverdächtigen zeigt den großen Aufklärungsbedarf. Und Aufklärung tut dringend Not, da die Ukraine als Empfänger von deutschen Steuermilliarden immerhin der Hauptverdächtige ist. Statt nun über die Lieferung von Raketen mit noch größerer Reichweite an die Ukraine zu diskutieren, die uns in einen Nuklearkrieg mit Russland bringen könnten, muss umgehend wieder auf Diplomatie gesetzt werden. Im Übrigen lehnen fast 2/3 der Bevölkerung die Lieferung solcher Raketen ab. Rund 2/3 der Befragten sind gegen die Lieferung von Raketen mit größerer Reichweite, was in unseren Talkshows gerne unter den Teppich gekehrt wird. Sollte die Ukraine für den Terrorakt gegen die deutsche Energieversorgung... Ja, die Bevölkerung will Frieden. Das gilt in der Ukraine genauso wie in Israel. Die Bevölkerung will nicht, dass immer mehr Waffen geliefert werden. Die Leute wollen diplomatische Initiativen. Das ist egal, egal welchen Konflikt ihr euch anseht, die Bevölkerung will Frieden. Verantwortlich sein müssen die Waffenlieferungen umgehend enden und die Frage nach Schadensersatz auf den Tisch. Das. Naja, Schadensersatz bei wem? Wir wissen ja immer noch nicht, wer Nord Stream gesprengt hat. Das sind ja alles Medienberichte. Da müsste es erstmal vernünftige Ermittlungen geben. Vielleicht war es gar nicht die Ukraine, vielleicht war das eine falsche Fährte. Also, ja, gutes Video von Sarah Wagenknecht hat die neuesten Medienberichte zusammengefasst. Wie gesagt, es bräuchte einen Untersuchungsausschuss, es bräuchte Ermittlungen vom Generalbundesanwalt, damit wir wirklich wissen, was passiert ist. Aber es passiert nichts. Es bräuchte vielleicht auch eine internationale Untersuchung. China hat das angeboten, Russland war auch dafür. Russland wollte auch, dass das untersucht wurde. Es war ja auch russische Infrastruktur, die da angegriffen wurde. Also Russland hat da auch Interesse an Aufklärung. Aber wer kein Interesse an Aufklärung hat, das ist Deutschland. Das sagt, finde ich, eine ganze Menge.